Hallo Johann und Sandra, ich habe eine Nachricht für euch. Ich muss leider ein bisschen ablesen. Die Welt steht Kopf, auch wenn die Fassade es nicht mehr erahnen lässt. Es gibt nahezu niemanden mehr, der bei diesem System nicht leidtragender ist. Menschen werden täglich in ihrem Innersten verletzt und auch traumatisiert, merken es meist selber nicht einmal. Das führt dazu, wenn nicht genügend Ventile gefunden werden, dass diese Menschen wiederum andere Menschen verletzen. Daraus entsteht ein ewiger Teufelskreis. Die sensiblen oder auch innerlich normal gebliebenen unter uns leiden daher oft am meisten unter diesen Umständen. Ich habe mich immer schon zu Menschen auf der Straße mehr hingezogen gefühlt als zu den eigentlich kranken Menschen, die in dieser Gesellschaft die Maschinerie aufrechterhalten, beziehungsweise wie Maschinen selber funktionieren. Und daher auch leiden. Denn oft erkannte ich die Sensibilität, Herzlichkeit und den Leidensweg dieser Menschen auf der Straße wieder, den ich von mir selbst kenne. Besonders sehe ich dies auch in den Menschen wieder, die sich freiwillig für das Leben auf der Straße entschieden haben, um kein Teil mehr dieses verrückten Systems zu sein und dieses leiderzeugenden Systems. Ich selbst bin kein Teil dieses Systems, ein wenig aber schon. Sich ganz davon frei machen ist sicherlich schwer, aber auch nicht nötig, solange man versucht, etwas Besseres zu erschaffen und etwas für sich oder andere zu verändern. Es ist mittlerweile praktisch egal, ob Manager, Bürokraft oder Arbeits- bzw. Obdachlos. Alle leiden und sitzen im selben Boot, nur erkennt die Mehrheit das nicht. Und erhalten damit unterbewusst dieses leidschaffende System aufrecht. Demnach, was dir auch immer geschehen ist, so kann ich es nachempfinden. Und so denke ich, dass nicht der Mensch an sich hier das Böse widerspiegelt, sondern das System, was in uns allen steckt. Die einen sind stark und können sich erfolgreich dagegen wehren, dass sich das System in einem ausbreitet. Die anderen sind es leider nicht, fangen an, das System zu verkörpern und tragen somit zum Leid anderer bei oder wiederum anderer. Diese Menschen verdienen demnach auch Mitgefühl, denn sie haben nicht die Kraft, sich dem System zu widersetzen und fallen tief in ihrer seelischen Entwicklung. Jeder Mensch, der jemand anderen mutwillig verletzt oder auch unterbewusst verletzt, fühlt sich selber innerlich schwach und hilflos. Das ist der Grund, warum sie es tun. Sie leiden selber. Wenn man das verstanden hat, hilft es eventuell dabei, die ganze Situation dieser Welt, die sich auch in sich selber widerspiegelt, ebenfalls zu verstehen. Aber es gibt ebenso immer mehr Menschen wie wir zum Beispiel, die sich erfolgreich wehren konnten und können. Und aus unserem Herzen sprechen, anstatt aus dieser Maschinerie heraus. Meine Botschaft lautet daher, nicht alle Menschen sind enttäuschend und alle, beziehungsweise eigentlich ist sogar niemand im Kern böse, auch wenn man es teilweise sehr schwer hat, das zu sehen. Viele liebe Grüße, euer Marvin.